Hallo und willkommen zurück. Heute gibt es die nächste Geschichte der nordischen Mythologie. Und diese Geschichte heißt Lokis Kinder. Das heißt, wir werden drei weitere Kinder von Loki kennenlernen. Viel Spaß! Loki war tatsächlich verheiratet. Er war verheiratet mit Sigyn und zusammen hatten sie zwei Söhne, Nafi und Vali. Aber Sigyn war immer sehr besorgt um Loki, denn Loki ging öfter mal weg für längere Zeit. Und Sigyn machte sich immer sehr Sorgen. Sie hat sich immer gewundert, ob Loki wieder zurückkommt und wann er wieder zurückkommt. Aber Loki kam immer wieder zurück zu ihr. Insgesamt verließ Loki sie dreimal. Eines Tages lässt der Allvater Odin Loki zu sich holen. Und Loki kommt zu Odin und Odin sagt, ich träumte einen Traum. In diesem Traum habe ich deine Kinder gesehen. Und Loki sagte, oh ja, meine Söhne, Nafi, ja, ein guter Junge. Aber er hört nicht immer auf seinen Vater. Aber Vali ist gehorsam. Er ist gehorsam, er hört auf seinen Vater. Er ist nur ein bisschen zurückhaltend. Ja, ja, gute Kinder. Und Odin sagt, die meine ich nicht. Du, Loki, hast dich weggeschlichen. Du hast dich weggeschlichen, um deine Tage mit der Riesin Agabotha zu verbringen. Und Agabotha hat dir drei Kinder geboren. Und meine Visionen haben mir erzählt, dass diese drei Kinder die größten Feinde von uns Göttern werden. Loki versuchte, beschämt zu gucken. Aber das funktionierte nicht so. Er war zu stolz auf sich und dann sah er einfach nur zufrieden mit sich selbst aus. Wegen seinen Visionen schickt Odin eine Gruppe an Göttern los, und diese Gruppe soll nach Jotunheim gehen, ins Land der Riesen, und die drei Kinder von Loki mit zurück nach Asgard bringen. Und die Gruppe wird angeführt von einmal Thor, der Gott des Donners, und Tyr. Die Götter reisten viele Tage lang und sie mussten viele Gefahren bekämpfen, als sie endlich an der Unterkunft von der Riesin Agabotha ankommen. Agabotha hatte sie nicht erwartet und die Kinder spielten in einer großen Halle. Die Kinder haben hier in einer Halle gespielt. Und als die Götter in die Halle kamen und gesehen haben, was die Kinder waren, waren sie schockiert. Sie packten die Kinder und eines mussten sie an einen Baum binden. Sie haben das Kind an den Baum gebunden, festgebunden. Das andere Kind, das zweite Kind, haben sie an eine Leine genommen. Eine Leine wie bei einem Hund, damit man mit dem Hund spazieren kann. Und das zweite Kind ist also an eine Leine gekommen. Das dritte Kind war ein Mädchen.
ein Mädchen, das sehr verstörend aussah. Und sie lief einfach neben den Göttern her. Auf dem Weg zurück nach Asgard, die Reise war schon fast am Ende, da sagte Thor, ist es nicht irgendwie komisch, dass uns niemand gefolgt ist? Es ist fast so, als wollten sie die Kinder loswerden. Aber Tyr sagt, ach Quatsch, das ist doch absurd. Aber während er das sagte und das Fell des zweiten Kindes streichelte, lief es ihm eiskalt den Rücken runter. Ja. Zurück in Asgard, da bringen sie die Kinder zu Odin, zu dem Allvater. Das erste Kind war an den Baum gebunden, aber während der Reise ist es gewachsen und gewachsen und gewachsen und jetzt ist das Kind schon größer als der Baum selbst. Dieses Kind war eine Schlange. Eine Schlange und die Schlange hieß Jomungund. Und Tyr sagt zu Thor, sei vorsichtig, es kann mit Gift spucken, ja, spucken, es kann mit Gift spucken. Und Odin, der Weise, sagt, Jomungund ist immer noch nur ein Kind, es wird noch weiter wachsen. Wir bringen es lieber dorthin, wo es niemandem etwas anhaben kann, wo es niemandem wehtun kann. Und sie brachten Jomungund zum Meer, wo Jomungund wegschwamm in die Tiefen des Meeres. Jomungund würde in den tiefen Gewässern der Welten leben und so lang wachsen, bis es einmal die ganze Welt umschlingt. Erstes Kind abgehakt. Und zurück in der Halle bei Odin und den anderen Kindern, da ordnet Odin das Mädchen an, hervorzutreten. Und das Mädchen tritt hervor. Aber es war kein normales Mädchen. Die eine Hälfte war hübsch, ein hübsches Mädchen. Aber die andere Hälfte war tot und verfault. Odin fragt das Mädchen, wie heißt du? Und das Mädchen antwortet, ich heiße Hel. Und bist du tot oder lebendig? Ich bin nur ich selbst, aber ich mag die Toten lieber. Sie respektieren mich. Die Lebenden gucken mich mit Abscheu an. Und Odin erinnert sich an seinen Traum. Und er sagt, dieses Mädchen wird die Herrscherin des Todes von allen neun Welten sein. Sie wird die Königin dieser armen Seelen sein, die einen unwürdigen Tod sterben. Ja, wenn sie durch Alter oder Krankheit oder durch einen Unfall sterben. Aber die Leute, die tapfer in einer Schlacht im Krieg sterben, die werden weiterhin zu mir nach Valhalla kommen. Das Mädchen grinst. Sie grinst und Odin bringt sie in die lichtlose, dunkle Welt und zeigt ihr die Halle, wo sie die Toten in Empfang nehmen wird. Damit war auch das zweite Kind
erledigt, abgehakt. Aber was sollten sie mit dem dritten Kind machen? Das dritte Kind war ein Wolfsjunge und es aß sein Fleisch roh, ja, also nicht gekocht, aber gleichzeitig redete er so wie die Götter und die Menschen. Er hieß Fenrir, der Wolf hieß Fenrir und jeden Tag wurde er mit rohem Fleisch gefüttert und jeden Tag aß er mehr als am Tag zuvor und er wuchs jeden Tag ein Stückchen mehr. Und er wuchs und wuchs und wuchs, bis er irgendwann so groß war, dass die Götter anfingen, ihn wirklich zu fürchten. Er wurde so groß, dass die Götter beschlossen haben, ihn in Ketten zu legen. Die Götter fertigten starke Ketten an. Aber sie konnten dem Wolf die Ketten nicht selbst anlegen. Der Wolf war mittlerweile viel zu groß. Und dann hat Odin eine List gebraucht. Gott sei Dank ist Odin einer der listigsten Götter. Und er geht zu dem Wolf mit den Ketten und er sagt, hör mal, glaubst du, du bist stark genug, diese Ketten zu zerbrechen? Und Fenrir sagte, ja, ich glaube schon, dass ich stark genug bin. Los, legt mir die Ketten an. Und sie legten ihm die Ketten an. Und Fenrir, der holte einmal tief Luft. Und die Ketten zersprangen. Ja, ich bin der Stärkste. Ich habe die Ketten zerbrochen. Und der Wolf wuchs und wuchs und wuchs weiter. Die Götter fertigten neue Ketten an. Noch viel stärkere Ketten. Sie suchten das stärkste Metall, das es in allen neun Welten gab. Und fertigten damit neue Ketten an und gingen wieder zu Fenrir und fragten, na, glaubst du, du bist stark genug, um diese neuen Ketten zu zerbrechen? Diese Ketten waren so schwer, dass kein Mann alleine sie tragen konnte. Und sie legten die Ketten wieder an, sie fesselten Fenrir und Fenrir holte tief Luft. Aber die Ketten hielten. Aber dann fing Fenrir an, wild herumzuzappeln und er streckte seine Vorderläufe und die Hinterläufe und dann boom, die Ketten, die zersprangen mit solch einer Gewalt, dass die Teile der Ketten überall hinflogen. Und noch Jahre später würde man einzelne Teile der Kette immer mal wieder irgendwo um Asgard herum finden. Okay, die Götter können das nicht allein schaffen. Sie brauchen Hilfe von den Zwergen. Klar, die Zwerge können alles bauen und die Zwerge sind sehr gut darin, Schätze zu bauen. Sie haben zum Beispiel Thors Hammer gebaut. Und Odin beauftragt einen Gott, in das Land der Zwerge zu reisen und die Zwerge aufzusuchen. Die Zwerge sollen die Ketten anfertigen, so stark, dass niemand in allen neun Welten sie zerbrechen kann. Aber die Zwerge verlangen einen hohen Preis dafür. Und vor allem brauchen sie 6 Zutaten. Ja, Zutaten, wie wenn man einen Kuchen backt, dann braucht man auch Zutaten. Milch, Eier, Mehl. Und die Zwerge brauchen 6 Zutaten, um diese Ketten zu bauen. Nummer 1.
Die Fußstapfen von einer Katze. Nummer 2. Der Bart einer Frau. Nummer 3. Die Wurzeln, die in die Erde gehen, von einem Berg, nicht von einem Baum. Die Wurzeln von einem Berg. Nummer 4. Die Sehnen von einem Bär. Nummer 5. Der Atem von einem Fisch. Nummer 6. Die Spucke von einem Vogel. Dieser Gott besorgt all diese Zutaten für die Zwerge. Und als die Zwerge die Ketten fertig gebaut haben, nimmt der Gott die Ketten und sagt, aber die sind ja total leicht und fast durchsichtig. Aber egal, sie bringen die neuen Ketten zu Fenrir und Fenrir sagt, was ist das denn? Damit kann ich doch nicht meine Stärke beweisen. Ach, geht weg. Und Odin sagt, ach, du hast doch nur Angst. Aber Fenrir sagt, nein, ich habe keine Angst. Ich will nur, dass ihr mir richtige Ketten bringt. Das ist doch ein Witz. Und Odin sagt, schon gut, ich sehe, dass du Angst hast. Aber Fenrir ist auch nicht dumm. Und Fenrir sagt, ich glaube, dass du mich nur in einen Hinterhalt locken willst. Ich glaube, dass du mir die Ketten anlegen willst und dann nicht mehr wieder abnehmen willst. Ich mache es. Ich lege die Ketten an und beweise wieder meine Stärke, aber nur, wenn einer von euch seine Hand in mein Maul legt. Und dann lasse ich die Hand wieder frei, sobald ihr die Ketten wieder abgenommen habt. Nur dann mache ich es. Nur dann lasse ich mir die Ketten anlegen. Die Götter gucken sich an, aber keiner sagt irgendwas. Und dann hört man ein Seufzen. Tyr seufzt und tritt hervor und sagt, gut, ich mache es. Sie fesselten den Wolf mit den Ketten von den Zwergen und der Wolf tobte und streckte sich wie verrückt, aber die Ketten, die hielten. Irgendwann gab Fenrir auf. Er sagt, okay, ich schaffe es nicht. Aber die Götter haben die Ketten natürlich nicht wieder abgenommen. Und Tyr, der immer noch die Hand in dem Maul von dem Wolf hat, der guckt dem Wolf tief in die Augen. Und Tyr und Fenrir sind über die Zeit Freunde geworden. Tyr war immer derjenige, der Fenrir gefüttert hat mit dem rohen Fleisch. Aber jetzt weiß Fenrir, was er zu tun hat. Und Tyr weiß auch ganz genau, was gleich passieren wird. Tyr guckt mutig in Fenrirs Augen mit der Hand in dem Maul und er sagt, schon gut, tue es. Und Fenrir beißt zu und die Hand ist ab. Die Götter lachten und freuten sich über ihren Sieg. Nur Tyr lachte nicht und er sagte auch nichts. Er hielt mit der anderen Hand gegen seinen Stumpf, um die Blutung zu stoppen. Fenrir ist natürlich wütend. Er sagt, ich hätte ein Freund und Helfer der Götter sein können. Aber jetzt, Odin, wo du mich verraten hast, werde ich mich irgendwann an dir rächen. Ich werde das nicht vergessen. Am Ende aller Tage werde ich es genießen, dich zu töten. Die Götter verankerten das Ende der Kette
tief, tief, tief in der Erde. Und dann gingen sie nach Hause und feierten. Und das waren die Kinder von Loki. Das war Geschichte Nummer 6 der nordischen Mythologie. In der nächsten Geschichte werde ich euch davon erzählen, was passiert, als Thor seinen Hammer verliert. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, dann lasst ein Like da und abonniert, damit ihr die nächste Geschichte nicht verpasst. Alles klar, bis dann!